wenn die vorbereitenden Handlungen abgeschlossen sind und die Vorbereitungsgebete gesprochen, dann geht der Diakon in der byzantinischen Liturgie unmittelbar vor dem Beginn der eigentlichen Liturgie zum Priester und spricht das Wort aus dem Psalm 119. Es ist Zeit für das Handeln des Herrn. Das ist ein wunderbares Wort, liebe Schwestern und Brüder. Und dieses Wort, das so eine großartige Überschrift ist, bewahrt nicht nur davor, vor all dem aktionistischen Brimborium, das wir seit einigen Jahrzehnten bei uns erleben, indem man meint, der Priester muss da alles machen und er muss liefern, er muss die Leute unterhalten, er muss sie bespaßen. Das ist eine neue Form des Klerikalismus, der überall gedeiht und blüht. Nein, es ist Zeit für das Handeln des Herrn. Dieses Wort hilft uns auch, den Text aus dem Hebräerbrief aufzuschließen. Denn hier im 5. Kapitel geht es um die einzigartige Stellung Jesu, wie im ganzen Hebräerbrief, aber nun fokussiert auf das Priestertum, dessen menschliche Seite zuerst ausgeleuchtet wird. Das Priestertum des Alten Testamentes ist eine Genealogie, die sich auf Aaron zurückführt. Es sind die Leviten. Sie sind natürlich aus den Menschen genommen. So in gewisser Weise auch Jesus, aber eben nicht in einer Genealogie, sondern in einem etwas ganz Neuen. Deshalb führt der Hebräerbrief zwei Psalmen an. Psalm 2 haben wir schon kennengelernt in der Auslegung des Hebräerbriefs. Nun auch Psalm 110. Es kommt uns bekannt vor. Wir haben uns mit den messianischen Psalmen schon auseinandergesetzt. Wir singen sie Sonntag für Sonntag. Und genau deshalb, weil etwas Neues beginnt. Es ist ein neues Priestertum, das mit Jesus Christus beginnt. Ja, er ist durch seine Inkarnation, durch seine Menschwerdung auch aus den Menschen genommen, aber nicht in einer genealogischen Reihe, sondern er kennt das menschliche Leben. Er hat, wie der Hebräerbrief sagt, durch Leiden den Gehorsam gelernt, weil er der Sohn ist. Aber er ist Sohn und hoher Priester. Diese Kombination ist neu. Sein und Handeln fallen bei Jesus in einzigartiger Weise zusammen. Sohn und hoher Priester sein. Und weil sich das eben nicht in einer Ahnenreihe fortsetzt, findet der Psalm 110 mit der Erwähnung des Melchisedek hier seine prophetische Erwähnung und seine Erfüllung in Christus. Deshalb ist es so wichtig, dass wenn wir vom Priestertum sprechen oder wenn wir in unserer Kirche priesterlich handeln, dass wir diesen Satz des Psalms, den die byzantinische Liturgie an den Beginn allen Tuns, wenn man so will, stellt, im Hinterkopf haben und im Herzen tragen. Es ist Zeit für das Handeln des Herrn. Nur Christus selber handelt durch seine Diener. Und es ist Augustinus, der das auf einzigartige Weise sagt. Christus tauft, Christus firmt. In jedem Sakrament handelt Christus selber durch die, die er sich zum Instrument macht. Aber nur bei Christus ist die einzigartige Verbindung von Sohn sein und hohem Priestertum. Der Hebräerbrief bringt es uns so nahe, gerade in diesem eindrucksvollen Wort, obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt. Und er ist zur Vollendung gelangt, für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Und von Urzeiten her spricht Gott ihn an, den Sohn, als den hohen Priester nach der Ordnung des Melchisedek. Alles. Und jeder hat sich dem unterzuordnen. Dann ist es Zeit für das Handeln des Herrn.